Parameter abgefragt. Ne? Ärzte, Maschinenbauer und Elektroniker. Sie feilen gemeinsam an den hochmodernen Geräten für die Dialyse. Bis zu 4 Jahren dauert die Entwicklung. Ein 2-stelliger Millionenbetrag ist in das neueste Modell geflossen. Für Patienten weltweit ist so eine Dialysemaschine die letzte Hoffnung. Ein Dialysegerät, was wir hier haben, ist eine Nierenersatztherapie. Menschen, die durch Erkrankungen ein Nierenversagen erleiden, können nur mit einer Dialysemaschine am Leben erhalten werden. Fallen beide Nieren aus, übernimmt die Maschine die Funktion der Organe. Über einen speziellen Filter werden die Giftstoffe aus dem Blut geleitet. Rund 15.000 Dialysegeräte werden jedes Jahr hergestellt und in über 70 Länder exportiert. Die immer ausgefeiltere Technik soll die Behandlung so schonend wie möglich machen. Der Patient muss 3-mal die Woche an die Maschine in der Regel für ca. 4 Stunden. Und wenn man da mal ein paar Jahrzehnte zurückguckt, da war das so, dass man also 8 Stunden pro Tag, 7 Tage die Woche dran muss. Also heute ist es noch ein Viertel davon und dadurch ist die Lebensqualität gestiegen. Und man hat natürlich auch die Lebenserwartung ist deutlich gestiegen. Also es gibt Patienten, die schon über 30 Jahre an so einer Therapie sind und immer noch gut leben können. Je nach Ausstattung kostet eine Maschine 10.000 bis 15.000 Euro. Gerade in vielen Entwicklungsländern werden sie dringend benötigt. Doch die können sich die teuren Geräte oft nicht leisten. Der Hersteller kooperiert deshalb mit den Kommunen vor Ort und bietet sie günstiger an. Da gibt es Länder wie Indien zum Beispiel, wo wir erste Dialysestationen in einem Private-Public-Partnership-Modell aufgebaut haben. Das heißt, wir stellen Maschinenequipment, die Regierung stellt Ärzte und Patienten. Und damit ist es im Moment möglich, in 18 Dialysestationen in Indien Patienten zu behandeln, die sonst natürlich nicht keine Überlebenschance gehabt hätten. Die Firma B. Braun ist einer der größten Medizintechnikhersteller weltweit. Mit 44.000 Mitarbeitern rund um den Globus. Allein hier am Standort Melsungen gibt es 4 Fabriken. Ein eigenes Büro hat der Konzernchef Heinz-Walter Große trotzdem nicht. Das Konzept: Alle Mitarbeiter arbeiten an wechselnden Plätzen und sollen sich so besser untereinander vernetzen können. Die Gesundheitsmärkte global wachsen weiter. Und wir haben im Grunde in den Märkten das Wachstum aufgrund der Demografie, die älter werdenden Gesellschaften. Und wir haben aber auch insbesondere beispielsweise in den Regionen von Asien, wo immer mehr Menschen Gesundheitsversorgung zukommt, was sie gestern noch nicht hatten. Und das ist das, was das Wachstum von Braun unterstützen wird. 2004 wurde eine neue Produktion für Infusionslösungen in Betrieb genommen, eine der modernsten in ganz Europa. Kochsalzlösungen, steriles Wasser und verschiedene Elektrolytkonzentrate werden hier hergestellt. Sterilisiert werden die Behälter mit Wasserdampf bei 117 Grad. Bei der anschließenden Abfüllung muss die Umgebung absolut keimfrei sein. Für den medizinischen Alltag wurde ein neuartiger Behälter aus Kunststoff entwickelt. Im Gegensatz zu Glasflaschen ist er bruchfest und leichter zu transportieren. In den Kliniken ist der Verbrauch von Infusionslösungen heute so hoch wie noch nie. Der Bedarf an Infusionslösungen im Krankenhaus ist größer, als wir ihn decken können. Es gibt Zahlen, die abschätzen, dass ungefähr 70% aller Patienten, die einen Klinikaufenthalt hinter sich bringen, mindestens eine Infusion erhalten. Der Bedarf ist zum anderen zunehmend groß, weil in der operativen Medizin zunehmend auch ältere Patienten operiert werden. Es wird mehr operiert als früher. Allein in Europa werden pro Jahr rund 600 Millionen Behälter gebraucht. Jeder dritte davon geht bei B. Braun vom Fließband.